Mächtige Götter sind unter uns. Vom Himmel aus zerschmettert Zeus alles, was seine Herrschaft gefährdet. Einst erstickte das göttliche Ungeheuer Typhon die Erde in seiner erdrückenden Umarmung. Doch die Erde gehörte Zeus und der Gott nahm Typhons Rebellion nicht lange hin. Er entfesselte seine Mächte für einen wütenden Angriff. Und als die Schlacht vorüber war, blieb ein Inferno. Das Feuer breitete sich immer weiter aus und ließ nur Asche und Ödnis zurück. Was nur könnte dieses unsterbliche Feuer bändigen? Zeus fand eine Antwort. Er schloss die Flammen unter einem Berg ein und hinderte sie so daran, die ganze Welt zu verschlingen. Dieses Feuer brennt auch heute noch und macht seine Wut mit heißem Rauch Luft. Auf der Asche dieses flüssigen Feuers entstand unsere mächtige Stadt. Nun kämpfen die Kinder des Zeus, Athene, Apoll, Ares und deren Geschwister, eigene Kämpfe und wir sind darin gefangen. Doch ein Gott ist größer als alle anderen und seiner Macht beugen sich Götter wie Sterbliche ohne Unterschied. Und hallo, da bin ich wieder. Leider nicht mit Soul Reaver 1, wie eigentlich gewollt. Denn es ist doch ein bisschen schwieriger, das Spiel dieser Tage zu bekommen. Was primär daran liegt. Ja, keine Ahnung. Ist halt zu alt. Ist zu alt. Es gibt dieses Spiel zwar, also gab in der Cream Pepper Reihe nicht mehr. Man bekommt es also tonisch mehr, man bekommt es vielleicht noch bei eBay oder bei diesem komischen neuen Portal am eBay. Mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwann mal herbekomme. Aber da ist ja auch immer so Angebot Nachfrage. Solange kein Angebot ist, kann ich keine Nachfrage stellen. Schade. Gut, bis ich Soul Reaver 1 in die Hände bekomme. Vielleicht hat es auch jemand von euch. Ne? Vielleicht. Meldet euch. Ich nehme es euch gerne ab. Ja gut, bis wir es dann haben, mache ich mal etwas anderes. Und zwar Herrscher des Olymp, Zeus. Ihr seht es schon vor euch, wir sind schon im Hauptmenü. Und ha, endlich mal dürft ihr die Maus auch wirklich sehen. Ich hoffe, ihr seht die Maus auch wirklich. Gucken, halt Maus, kurz und Videos aus. Ja, wir sollten die Maus sehen. Wir müssen uns erstmal ein Dinges erstellen. Also, ja, wir können uns hier einen ganz tollen Namen aussuchen. Ich nehme meistens den hier, Theokritos. Das Spiel ist nicht blind. Ich habe dieses Spiel schon häufiger durchgespielt. Es ist eines meiner, meiner Favorites, wenn es um Wirtschaftssimulation geht. Und wir stürzen am besten sofort ins Abenteuer bei Tutorials. Ja, haben wir so ein paar, wo ich erklärt habe, was wir eigentlich hier tun. Aber das werde ich schon erklären. So, wo fangen wir denn an? Wir fangen bei einem ganz einfachen Abenteuer an. Mir fällt gerade auf, ich habe gerade keine Zeit gestoppt. Aha, okay, ich habe die Zeit im Blick. Ich hoffe, ich übersehe es jetzt auch nicht. Was haben wir hier? Relativ einfach zu bewältigen. 8 Episoden, das klingt nur nach einem guten Abenteuer. Einer Kuh folgen? Die Priesterin des Orakels sagte, einer Kuh folgen. Ein seltsamer Befehl, zweifellos. Aber die Priesterin irrt sich nie. Sie versprach dem Menschen Großes, der ihrer Kuh folgt, bis sie sich zum Schlafen niederlegt, um an dieser Stelle eine Stadt zu bauen. Dieser Mensch wird erreichen können, woran 4 mächtige Männer gescheitert sind und Europa nach Griechenland zurückbringen. Die schöne Europa wurde vor Jahren von einem weißen Stier entführt und seither nicht mehr gesehen. Und damit endete die rinderfreundliche Prophezeiung der Priesterin. Die Kuh hatte sich keine sehr gute Stelle ausgesucht.
Sie schlief ein kurzes Stück von einer scheußlichen, vielköpfigen Schlange entfernt ein, die Ares gehören soll. Das Ungeheuer ist stets völlig ausgehungert und frisst alles, das ihm nahe kommt. Es wird nicht leicht, hier eine Stadt zu bauen, aber die versprochene Belohnung ist verlockend. Ja, da haben wir es auch schon gehört. Ich muss mal ein bisschen räuspern. Entschuldigung. Wer natürlich auch Schwierigkeitsgrad Anfänger spielen, kann man ja bis zum Olympia aufsteigen, aber wozu? Wir wollen das Spiel ja nur durchspielen, nicht, was weiß ich. Wir dürfen uns hier als erstmal eine kleine Stadt bauen mit einer Bevölkerung von 1000 Leuten. Und das in der Nähe einer Hydra. Also, das ist diese komische vierköpfige Schlange hier. Also das Spiel, natürlich Zeus, hat natürlich mit der griechischen Mythologie zu tun. Und bevor wir es anfangen, werde ich etwas ganz Wichtiges tun. Ich werde nämlich das Spielthema auf 10% stellen. Und zwar aus folgendem Grund. Also kann ich mir erstmal anschauen, welche Begebenheiten ich hier habe. Wir haben ja die Straße, das ist die Straße, die durchs Königreich führt. Mit dieser Straße muss alles verbunden werden. Muss. Weil sonst kommt da keiner. So, was haben wir denn für Farmen? Weizen, Landarbeiter, Oliven. Ah, wir können Ziegen. Ah, das ist gut. Wir können aber schon mal. Ah, das ist weniger schön. Na, geh wieder raus. Ah. Wir können ja nicht fischen. Wir haben keine Fischvorkommen. Ich gucke nochmal durch. Hier haben wir bloß den Hafen. Nee, wir können hier nicht fischen. Das heißt, wir müssen uns komplett unsere Nahrung mit Schafen und Ziegen. Also eigentlich Ziegen, Schafe geben Wolle, Ziegen geben Käse, also Milch zu Käse und so fort. Weizenfarm möchte ich nicht mit anfangen, da es immer ein bisschen komplizierter ist. Wie viel Platz haben wir denn hier? Bauen wir uns nämlich erstmal hier so quer rein. Wir brauchen auf alle Fälle eine Aroma. Die bauen wir hier schon mal hin. Wir müssen immer schon ein bisschen im Voraus planen, damit das auch alles so passt, wie es soll. Denn, also das hier ist ganz wichtig, 3, 4, 1, 2, 3. Wege müssten so gering wie möglich gehalten werden. So, hier sind natürlich die professionelle Straße halt entfernt, das heißt, wir brauchen immer gerade die Straße fertig. Und haben hier unser erstes Wohnviertel. Auch ein Vorteil, dass wir hier langsam gestellt haben, die Bauplätze, die von der Straße weit entfernt sind, verschwinden dadurch nicht so schnell. So, hier machen wir mal zu. Das gehen wir weg. Ach, das sind wir auch weg. Komm, geh weg. So, was wir ganz dringend hier sowieso benötigen, ist ein Brunnen. Denn die müssen alle mit Wasser versorgt werden. So, nachdem wir jetzt also. Ja, brauchen wir noch 3 Käse rein. Und ein paar Ziegen. Auf die Welt hier. Hab ich hier gebaut? Käserei. Na gut, stellen wir erstmal das Spiel wieder auf etwas schneller. 80% ist eine angenehme Geschwindigkeit. Wünsche Mitarbeiter, ja, ich weiß. Die kommen ja gleich, da unten sind sie doch schon. Na, wir stehen noch ein bisschen schneller. Und da eilen sie von. Die Hydra ist in der Stadt. Die Hydra ist zum Glück hier unten. Können wir gerade auf die Karte gehen. Die Hydra kann nicht schwimmen. Das heißt, sie wird unten bleiben bis. Boah, bis zum St. Nimmerleins Tag. Sie wird uns also hier drüben erstmal nicht stören. So, ich bin beliebter als türkischer Honig, das finde ich sehr schön. Danke, danke. Und hier haben wir dann auch schon die ersten Anzahl von Hütten. Und hier können wir uns jetzt ansehen, wir haben hier 4 Bewohner. Es ist noch Platz für 4 Bewohner drin. Und was die brauchen. Hier werden keine Steuern angetrieben, können wir glaube ich sogar noch gar nicht. Sind zufrieden. Und die suche ich auf der Landwirte zu essen, da sie noch keine Nahrung bekommen. So, wir können jetzt aber glaube ich endlich Ziegen hinstellen, ja.
Und da kommen auch schon unsere ersten Ziegenhürden und fangen an, die Ziegen zu hüten. Ja, ja, 100 Pension, das ist super. Dann müssen wir aufpassen, müssen wir natürlich mal in Wolfsrudel. Nemesische Spiele. Es gibt niemanden, an dem ich im Spiel teilnehmen kann. Das ist überraschend, da wir noch keine Stadien haben. Gymnasien. So, wie gesagt, hier drüben haben wir Wölfe. Wölfe reißen sich Ziegen und Schafe. Ich habe es noch nicht erlebt, dass Wölfe mal. Ich habe gerade das ganz wichtig vergessen. Ich habe es noch nicht erlebt, dass Wölfe sich schon mal Menschen genommen hätten. Wir brauchen natürlich Silos. Und wir brauchen diese netten Bewohner hier. Das sind Architektenbüros. Architektenbüros sind notwendig, damit uns diese Gebäude nicht einstürzen. Was haben wir hier? Gefahren. Hier drüben zum Beispiel leichte Brandgefahr, weil hier der Architekt noch nicht vorbeigelaufen ist. Was tut er jetzt? Zack, Brandgefahr vorbei oder wieder zurück. Läuft jetzt wieder eine Runde. Zitaeron wird feindselig, warum auch immer. Agave von Zitaeron, ich bin extrem wütend auf sie, dann kann es nicht passieren. Ja, ja, macht ruhig. So, und dann geht jetzt hier halt eben seine Runde erst außen rum, dann mittig rum und dann wieder außen rum und so weiter und so fort. Also, das hat mir erstmal abgehakt. Wasserversorgung sieht dürftig aus. Warum gehe ich hier oben nicht lang? Deswegen. Na, ah, jetzt geht's auch hoch lang. Sehr schön. So muss das sein. Argos schenkt Olivenöl. Das ist super. Geschenke sollte man immer, immer, immer annehmen. Vor allem, wenn man selber nicht in der Lage ist, von Olivenöl ab. Ja. Na? 3, 3, 3. So. Olivenöl. Wir sind nämlich noch nicht in der Lage, selber hoch. So. So, wir sind nämlich schon selber noch nicht in der Lage, Olivenöl selber herzustellen. Das haben wir. Das hätten wir, wenn hier oben. Dann dabei die Olivenbaum. Aber dafür fehlen uns definitiv noch die Arbeiter, denn. Nehme ich gerne an, vielen Dank. Wir haben. Oh, wir haben einen Reich Arbeitslose. Verteilt mir doch mal ein paar Lebensmittel. Dafür stellen wir uns mal wieder ein bisschen langsamer, damit ihr auch seht, was hier passiert. Also 80% hier der Normalgeschwindigkeit. Und zwar holt jetzt diese Dame Lebensmittel aus dem Silo und bringt diese in die Agora. Und jetzt wird aus der Agora gleich ein Händler vor loslaufen. Haben wir hier. Dieser bringt jetzt Lebensmittel in die Häuser, die sich dadurch sofort weiterentwickeln. Wir haben jetzt also aus der kleinen Hütte eine Holzhütte gemacht. Und diese wird sich nur weiterentwickeln, wenn sie einen besseren Zugang zur Kultur bekommen. Dann schauen wir, welche hier oben stehen. Und Kultur. Ah, da fällt mir gerade ein. Ich habe ja gerade gesagt, können wir noch nicht, können wir doch. Wir können nämlich Steuern eintreiben. Ein bisschen Geld machen ist wichtig. Denn alles, was wir hier kaufen, kostet Geld. Und wenn wir die Steuern nicht eintreiben, bekommen wir das Geld nicht. Das geht uns. Die bezahlen nämlich für die Lebensmittel nicht. Es geht nur über Steuern. Haben wir hier auch nochmal. Ja, hier, diese alle von dem Steuerberater. Steuerberater. Ja, genau, der Steuerberater, natürlich. Vom Steuereintreiber sind die besucht worden. So, 30% sind bereits besucht worden. Sehr schön. Wir haben 53 Strafmissionen wurden nicht eingetrieben, weil wir halt eben sehr spät angefangen haben, erst im August. Hier sehen wir auch unsere Ausgabeneinkünfte. 3,5 Ausgaben, 5 Einkünfte. Das ist nicht so super. Aber das wird sich noch ändern. So, dann sterben wir ein bisschen schneller. Denn jetzt werden wir etwas Kultur schaffen mit einem Gymnasium. Das Gymnasium stellt Athleten her. Also bildet sie aus. Und diese Athleten werden ebenfalls durch die Stadt laufen. Und man sieht schon. Zitaeron beginnt Invasion. Ja, kommt ruhig.
Ich habe nämlich eine Macht, der ihr nichts entgegenzusetzen habt. Das haben wir aus der Holzhütte schon die erste Karte entwickelt. Diese wird jetzt wieder weiterentwickeln, wenn wir Wolle bringen. Das würde unser nächstes Ziel sein. Kommt wieder ruhig. So, mal gerade mal gucken. Wir haben noch Platz für zwei weitere Personen. Das heißt, wir sollten die 500 demnächst erreichen. So, und jetzt kommt die größte Macht des Spiels: Geld. Wir können nämlich unsere Feinde einfach bestechen, dann gehen die einfach wieder. Tschüss, immer so bestochen. Und wir bekommen dafür sogar noch etwas, dass wir gerade eben so viel Geld haben. Wir bekommen ein Siegesdenkmal, denn wir haben gewonnen. Hahaha, mit Geld. So, was machen Siegesdenkmäler? Die erhöhen die Attraktivität in der Umgebung. Wir haben hier unten kein Siegesdenkmal, hier haben wir neutrale Attraktivität. Hier haben wir unsere Käsereien zu stehen, das ist überhaupt nicht attraktiv. Also überall da, wo irgendwas zum Herstellen steht, geht aktiv so dermaßen, die Attraktivität so dermaßen in den Keller. Ja, haben wir 500 Personen erreicht. Da sollte man keine gehobenen Wohnungen bauen. So, Kalidon braucht Wolle. Brauchen wir auch. Dann würde ich mal sagen, wir fangen mal direkt mit Wolle an. 1, 2, 3. 3 mal Wolle. Und die Menge Schafe. So, Maximum Schafe. Und ganz wichtig, wir müssen die Wolle auch einlagern können. Oh, was war das? Olympischen Spiele werden kurz beginnen. Da werden wir wahrscheinlich verlieren. Eigentlich mit 4 werden. So, du nimmst nur Wolle an. Also es ist ziemlich wichtig im Spiel, dass man wirklich sagt, du nimmst das, du nimmst das, du nimmst das. Weil sonst werden die Lager einfach vollgestellt mit Prüll, die man nie wieder los wird. Und das, was man wirklich braucht, das bleibt dann draußen stehen und kann nicht verteilt werden, weil die Agora nur auf Lager zugreifen kann. Sei es nur auf dem Silo, sei es auf das Lagerhaus, die können nur darauf zugreifen. Die können nicht sagen, ich gehe jetzt mal kurz hier zur Wolfsammelstelle. Ui, die können, also zur Wolfsammelstelle können sie nicht. So, wir haben verloren. Also nicht mal Platz 2. Schade. Ich habe eine Wolle, ich glaube, wir haben noch 6 Monate Zeit. Mal schauen, ob wir das noch schaffen, aber ich glaube eher nicht. Denn wir haben noch nicht einen einzigen Strang Wolle. Das wird Kalidon ziemlich verärgern. Aber so, was kommen sie auch so spät mit dieser Anforderung? So. Spiel gespeichert, sehr schön. So, wie sieht's denn hier aus? Ausgaben 0, ja, wir haben also das Spiel speichert immer bei einem neuen Jahr. Wir haben jetzt das Jahr 1147. Hammer-Arschstränge. Oh, wir haben 8 Stränge. Sehr schön. Das heißt, wir konnten seine Forderung hoffentlich noch schnell genug erfüllen und können jetzt selber einen Wollhändler basteln, der jetzt ebenfalls Wolle holen geht, seinen vielen, vielen hundert Trägern. Und jetzt wird Wolle verteilt und aus der Karte entwickelt sich unser Haus, das ebenfalls wieder einen besseren Zugang zur Kultur benötigt. Kaidon schießt zu mehr. Ah, wir haben es noch. Wir haben es noch schnell genug geschafft. Sehr schön. So, und ich glaube. Nee, ich glaube, das reicht noch nicht ganz. Die Ist-Mission-Spiele. Da wollen die Philosophen hin. Dann bauen wir aber gerade eben eine Philosophenschule und ein Podium. Ja, die Philosophenschule ist schon gebaut. So, besonders optimal. Das ist der Zeitpunkt, wo wir dann die Klinik bauen müssen. Spätestens jetzt. Sobald nicht mehr optimal, da kommt die Klinik. So, und hier haben wir jetzt auch schon unsere ersten Philosophen durchlaufen. Aus dem Haus kommt das Mietshaus. Das hat jetzt Olivenöl verlangt, aber ich denke mal, das reicht, um die 1000 Bewohner zu erreichen. Was passiert hier? Die brauchen Wasser. Warum haben wir kein Wasser mehr? Ihr lauft jetzt die ganze Zeit da oben rum. Verdammt nochmal.
irgendwas geht immer schief. Immer. So, machen wir es halt eben so. Das ist natürlich klar, das ist angezeigt worden, ist Gesundheit nicht optimal. Denn wenn die kein Wasser haben, geht die Gesundheit ebenfalls hinunter. So. So, könnte ich bitte wieder entwickeln? Die Gegend muss attraktiver werden. Haben wir denn irgendwas? Nee, haben wir nicht. Das ist schade. Was haben wir denn hier so drin? Bank. Aha, Gartenhaus. Ach, machen wir es doch so. Ein paar dorische Säulen. Und schon haben wir ein hübsches Gebiet. So. Ah, wir nehmen inzwischen schon mehr ein, als wir ausgeben. Das ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir. So, und... nee, das wird nicht reichen für 1000. Schade. Das heißt, wie viele... Ah, wir haben 279 Arbeitslose. Ach, du Schande. Die lineischen Spiele, das ist toll. Wie machen wir das? Wir brauchen... Olivenpressen. Nehmen wir mal 4 Stück. Wir brauchen Landarbeiterlager. So, das erweitern wir jetzt mal. Nemeische Spiele enden. Wir haben die Nemeischen Spiele gewonnen mit nur einem einzigen Gymnasium. Das ist ja super. Wie habe ich denn das geschafft? So, und ein paar Olivenbäume. Na? Und ich glaube, wir haben... Nee, keine Schafe verloren. Und auch keine Ziegen verloren. Das ist ungewöhnlich. So, wir haben immer noch 237 Arbeitslose. Also es ist jetzt nicht so schlecht. Aber auch nicht so gut, denn... In dieser Stadt ist es wirklich schwer, Epikureer zu sein. Was würde ich nicht alles für einen Teller Nahrung machen? Einige dieser peripatetischen Leute sollten sich mal auf Arbeitssuche machen. Also, wir bekommen natürlich auch Tipps durch unsere Bevölkerung. Und zwar... Naja, sie sind zwar zufrieden, aber eigentlich haben wir... viel zu wenig Nahrung. Wir haben nicht nur 800... Wir können 800 Leute verköstigen. Sollen ja eine Stadt für 1000 Leute bauen. Das heißt, ich baue ja mal noch eine Käserei hin. Und hier auch. Und noch ein paar mehr Ziegen. Kalina braucht Wolle. Ja, nimm dir deine Wolle. Fällt mir gerade ein, warum helfe ich eigentlich Kalidon? Soweit ich weiß, werden die später feindselig. Egal, noch sind sie nicht feindselig. So, wir produzieren zwischen für 1332 Leute Nahrung. Das ist schon mal sehr viel besser. Was passiert hier gerade? Wir brauchen einen besseren Zugang zur Kultur. Dann sorgen wir doch mal für ein bisschen mehr Kultur, indem wir hier ein Theater hinsetzen. Und hier drüben die Schauspielschule. Es bietet sich immer an, die beiden Punkte Ausbildungsstätte und Wirkungsstätte so weit voneinander wie möglich zu errichten. Ich habe ja auch hier die Philosophenschule, hier drüben das Podium, so dass die wirklich hier entlang laufen müssen. Keiner schützt sie mehr, das ist nett. Wir können noch 60 weitere Personen unterbringen. So, und hier haben wir auch schon wieder ein bisschen mehr Olivenöl, das gefällt mir gut. Das heißt, wir bauen jetzt hier noch den Ölhändler hin und haben hier eine komplett ausgebaute kleine Agora. Oh, ach, ui. Ja, dann überspringen wir gleich mal eine ganze Haushälfte. Gleich mal gucken, hier haben wir das Wohnhaus und das Stadthaus. Und jetzt haben wir definitiv genug Platz für alle Menschen, die wir brauchen, um diese Mission abzuschließen und damit auch diesen Part zu beenden, denn wir sind schon wieder ein bisschen, kleines bisschen drüber.
Na komm. 7000. Bevölkerungsdenkmal. Athletendenkmal, Zufriedenheitsdenkmal, wie geil. Theben blüht unter ihrer Herrschaft auf. Die vielköpfige Bedrohung plagt das Land immer noch. Und die Stadt wird niemals wirklich groß sein, solange das Ungeheuer dort haust. Genau. Wir haben die erste Mission geschafft. Und damit würde ich sagen, wir beenden den Part für heute erstmal. Und wir sehen uns auf alle Fälle dann morgen wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin. Ciao, ciao.